Hi, ich bin der Dennis, das ist der Till, der jetzt gleich ein bisschen technisch was zeigen wird. Ich wollte das Thema nur mal kurz einführen, was eigentlich jetzt gleich auf euch zukommt. Wir sind von der Firma Vanager, deshalb war auch gerade eben so das Augenzwinkern von dem Bastian gerade da. Wir sind eine ganze Zeit lang schon in einem Großprojekt mit der ESL unterwegs. Die ESL ist die European Sports League. Das ist so das größte Medium, die größte Plattform für Online-Gaming, die riesige Turniere weltweit veranstalten. Und wir sind jetzt seit mehreren Monaten mit denen zugange und entwickeln Apps unter anderem. Also Vanager macht Dienstleistungen, Workshops, Schulungen, alles, was das Herz begehrt. Unter anderem auch App-Entwicklung. Und wie gesagt, da sind wir jetzt schon eine ganze Weile dran. Wir sind kurz vorm Release. Wir möchten euch gerne das V-Issue-Layout vorstellen. Im Grunde geht es darum, das gesamte Layout so anzupassen, wie es einem gefällt. Also Jira in üblich blau oder mit einem eigenen Logo, das ist schon meistens der Höhepunkt der Gefühle aktuell. Wir gehen noch einen Schritt weiter und wir gehen wirklich in die Detail-View, in die Issue-View und strukturieren einfach mal das gesamte Feeling, würde ich mal fast sagen, von Jira um. Da wird euch der Till erstmal ein bisschen was zeigen, wie weit wir aktuell sind. Und auf geht's. Danke, Dennis. Wie er schon richtig ausgeführt hat, wir befinden uns da momentan noch in Entwicklung. Das heißt, das Tool ist noch nicht fertig. Es können hier und da noch kleine Bugs auftreten. Seht das bitte nach. Wieso hat uns die ESL angesprochen? Die ESL plant riesige Events, wie Dennis ausgeführt hat, und sie wollen sozusagen für ein Event alles runterbrechen können, wollen für ein Projekt sehen, was sind die Kosten, was ist das Budget, was sind die Einnahmen, was habe ich für Tickets, wie viele Tickets verkaufe ich und so weiter, und das alles runterbrechen und haben sich gedacht, eigentlich gibt es gar kein Tool für, und wir entwickeln mal was mit Vanager zusammen in Jira rein. Und da Jira ja relativ stark softwarelastig ist oder die Techies stark anspricht, haben sie gesagt, da wir auch viele andere Business Units wie Accounting oder andere Themen ansprechen wollen, muss Jira einfach schöner aussehen. Also es sieht ja schon ganz gut aus, aber es muss halt einfach mal ansprechender sein. Und ich würde euch jetzt beispielhaft einfach mal hier einloggen. Das Dashboard ist noch nicht so weit eingebaut, aber wir gehen jetzt mal hier rein. Was sehen wir jetzt? Wir sehen im Endeffekt ein ganz normales Ticket, nämlich Ticket PJM 157, aber es sieht halt komplett anders aus. Wir haben unsere ganz normalen Informationen, wir haben hier einen Header eingebaut, der ist custom. Wir haben hier oben unseren Status und so weiter. Es wird noch dazu übergehen, dass wir hier oben den Status per Dropdown ändern können und ähnliche Themen. Wir haben hier Tabs, in denen wir unsere Detail-Informationen sortieren können. Wir können hier unten auch in Tabs unsere V-Metrics-App anzeigen. Also Hintergrund dessen war sozusagen, ESL möchte sozusagen die Projektmanagement und alle anderen Business Units an Bord holen. Wir wollen so ein sogenanntes ein bisschen Excel-Feeling in Jira reinbringen. Das heißt, Anforderung war, man muss mit Tastenkeys navigieren, man muss inline editieren können. Ich hoffe, das funktioniert jetzt per Enter. Ich kann hier dann sozusagen sagen, das sind 11. Das per Enter wieder eingeben, wird direkt im Ticket abgespeichert, wird sozusagen gleich, wenn ein Listener darauf läuft, direkt wieder ein Event abgefeuert. Wir haben eben auch probiert mit vorhandenen Apps, die eben eine Matrix abbilden von Tickets zusammenzuarbeiten. Wir haben dort leider keine Rückmeldung bekommen, deswegen haben wir gesagt, wir bauen halt was Eigenes, weil wir können hier eben auch dann inline ein neues Ticket hinzufügen in einem anderen Projekt, können das Ganze auch beispielsweise in unserem Create Screen ganz normal aufrufen, wo wir noch weitere Details anfügen können. Das ist jetzt sozusagen kurze Vorstellung der V-Metrics-App, aber was Dennis angekündigt hat, wie Issue-Layout, ist eigentlich das, was wir hier sehen. Wir haben unser Ticket, wie vorhin schon gesagt, PJM 157, und wir wollen verschiedene Informationen da wiederbringen. Wie ihr euch vorstellen könnt, wenn man ein Event in der Längstes-Arena hat, dann hat das relativ viele Kostenpunkte. Das sind zum Beispiel pro Event um die 1000 Tickets, die da an Expense auftauchen. Und
wir wollen ja eine Übersicht haben. Das heißt, wir haben uns eine V-Matrix, die sozusagen die Expenses auflistet, die die Revenues auflistet und so weiter. Und wenn man jetzt 1000 Lines hat, mal 3 Views oder 4 Views und dann noch ein paar kleinere dazu, dann könnt ihr euch vorstellen, das ist ziemlich unübersichtlich, das muss gescrollt werden und so weiter. Deswegen haben wir gesagt, gut, wir wollen das eigentlich übersichtlicher haben. Und deswegen können wir sozusagen auf diesem Ticket PJM 157 verschiedene andere Views aufklappen. Wir können zum Beispiel sagen, wir wollen uns jetzt genauer KPIs anschauen. Wir befinden uns immer noch im PJM 157, aber unsere Ansicht hat sich komplett geändert. Das heißt, wir können sogenannte Focused Views einbringen, bei denen wir sagen, wir haben hier unsere Standardseite, aber wir können beliebig viele weitere Views mit verschiedenen Ansichten, mit verschiedenen Feldern, mit verschiedenen Tabellen anbringen, um das eben je nachdem eben strukturiert aufzuteilen. Je nachdem, in welchem Workflow-Step wir uns hier mit diesem Ticket befinden, können wir eben auch diese Focus-Views ein- oder ausblenden. Das heißt, gewisse Informationen können erst angesehen werden, wenn wir uns zum Beispiel im Status Creation Completed oder Ähnliches befinden. Oder können eben auch nicht mehr eingegeben werden, um da eben auch so eine kleine Hürde einzubauen. Also das ist je nachdem abhängig. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie ist das Ganze konfiguriert? Das ist wahrscheinlich komplett schwierig und unübersichtlich. Auch da haben wir uns was einfallen lassen. Wir haben sozusagen hier in unserem Manage Apps den Reiter und wir haben für jeden Issue-Typen ein eigenes Layout angelegt oder pro Issue-Typ auch mehrere Layouts. Zum Beispiel haben wir in einem Layout die Details mit drin, wir haben in einem Layout nur V-Matrix drin und ähnliche. Und dann legen wir sozusagen ein Schema an, wo wir die Logik von Jira wieder aufgewendet haben. Wir haben mehrere Layouts, die wir per Schema auf einen Issue-Typen wieder festlegen. Wir können uns jetzt beispielsweise hier mal, das schauen wir uns an, Projekt KPI. Und dann sehen wir, das ist eigentlich relativ einfach. Wir können das Ganze per Drag-and-Drop bewegen. Wir können zum Beispiel sagen, wir wollen hier Approvals mit reinziehen. Dann setzen wir das hier oben mit rein. Wir haben hier die Möglichkeit, diese Tab-Panels zu haben. Und haben dann sozusagen zwei Tabs. Einmal Approval und einmal den Script-Runner von Adaptivist. Das ist in dem Fall ganz einfach ein Scripted Field. Und können das Ganze auch nochmal konfigurieren. Das heißt, wir können dem Panel einen anderen Namen geben. Wir können sagen, wir wollen ein Headless-Panel haben und so weiter. Können noch weitere Einstellungen mit CSS vornehmen, das würde jetzt aber hier zu weit in die Tiefe gehen. Was vielleicht noch ganz interessant ist, wir haben auch die Kommentarfunktion umgearbeitet. Muss man einmal zurückgehen. So, hier ist sie hoffentlich, genau. Weil wenn wir jetzt so eine große Liste mit 1000 Lines haben und man hat einen Kommentar, den man schreiben will, dann muss man immer nach unten springen, muss man wieder nach oben gucken. Deswegen haben wir gesagt, eigentlich wäre es doch ganz cool, wenn wir auf Comment drucken können und es klappt sich so eine kleine Sidebar aus, in die wir dann reinschreiben können, Test Comment. Und das dann sozusagen wie in so einem WhatsApp-Verlauf, das hat auch mal hier aufgeführt wird. Was jetzt noch kommen wird, ist sozusagen hier so eine Art Threading, dass man auf einen Kommentar auch wieder antworten kann. Da sind wir aber gerade noch in der Planung. Habe ich noch sonst was vergessen? Ja, zu V-Matrix kann man noch sagen, wir haben dort auch den Kontext, den man für einen Custom Field verwenden kann, erweitert. Normalerweise kann man ja einen Kontext pro Projekt anlegen. Wir haben gesagt, das ist uns leider zu wenig. Wir müssen diese V-Matrix-App eben gerade vor dem Hintergrund der Anforderungen von ESL so anwenden können, dass wir die wirklich pro Issue-Type nochmal einen Kontext drauf schießen können. Das wäre jetzt sozusagen ein ganz schneller Einblick. Wir stehen euch da gerne im Nachhinein noch zur Verfügung, um Fragen zu klären. Soweit wir es wissen, gibt es sowas bisher noch nicht am Markt. Wir planen momentan im ersten Quartal das auf dem Marketplace bereitzustellen, sind da in den letzten Tests, in den letzten finalen Bugfixes. Ja, und freuen uns auch gerne, Feedback heute von euch zu erhalten. Oder können euch das nochmal im Detail zeigen. Nur mal kurz noch abschließende Worte. Ich muss mich nochmal aufdrängen, ich bin so eine Rampensau. Wir sind gerne dazu bereit, wenn ihr Interesse habt, eine Beta-Version
vereinzelt zu veröffentlichen. Das haben wir jetzt auch schon gemacht mit einzelnen Kunden. Wenn euch das wirklich so interessiert, wir sind auf jeden Fall auf Feedback heiß, wir sind auf Kritik heiß, auf Verbesserungsvorschläge, alles, was das Herz begehrt. Wir würden gerne alles umsetzen, was euch in den Sinn kommt. Deshalb kommt gerne auf uns zu, wir geben euch detaillierte Antworten, soweit ich kann. Till kann es bestimmt besser. Kommt auf uns zu, kontaktiert uns auf allen möglichen Wegen. Danke für die Möglichkeit, dass wir hier kurz einspringen konnten. Ja.